Martin Reichert für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Brandmauer der CDU gegenüber der AfD bröckelt, besonders in den ost- und mitteldeutschen Bundesländern. Auch auf kommunaler Ebene arbeiten dort vielfach CDU und AfD zusammen zum Wohle der Bürger. Politik in Deutschland gegen diesen ganzen Ampelirrsinn ist nur mit der AfD machbar. Die Zahl der Menschen, die das begreifen, wird immer größer, wie die Umfragewerte zeigen. Auch Familienpolitik, die sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern orientiert, ist nur mit der AfD machbar. Das Familienministerium ist nämlich unter der Führung der grünen Ministerin zu einem bunten, diversen Familienvernichtungsministerium verkommen. Ideologie geht der Ampel vor dem Wohl von Kindern und Familien. Und so wie die Grünen ideologisch verblendet Deutschland zerstören, so ist die woke grüne BlackRock-CDU gefangen in einer Brandmauerdoktrin gegen unsere zutiefst demokratische Partei, meine Damen und Herren. Die Verblendung der CDU-Fraktion geht sogar so weit, dass unsere Bitte abgelehnt wurde. Herr Abgeordneter Reichert, kommen Sie dann zur Sache? Ich komme zur Sache. Ich bin schon bei der Sache. Wir stimmen diesem Antrag übrigens auch zu. Das kann ich hier schon mal sagen. Er ist ja nicht schlecht. Ja, ist ja nicht alles falsch, was die Union macht. Ja? Gut. Die Verblendung der CDU-Fraktion geht sogar so weit, dass unsere Bitte abgelehnt wurde, einen vergleichbaren Antrag in die Debatte mit einzubringen. Das ist undemokratisch und schadet den Familien in Deutschland. In unserem Antrag fordern wir, dass Großeltern mit in den Empfängerkreis des Elterngeldes aufgenommen werden, wenn sie ihre Enkel betreuen. Die AfD-Fraktion ist nämlich die einzige Fraktion im Bundestag, die nach Sachargumenten entscheidet und nicht nach dem Parteibuch des Antragstellers, meine Damen und Herren. Das, und da können Sie von uns viel lernen, das ist Demokratie und das ist Politik für das Volk. Und darum stehen wir auch so gut da, wie wir dastehen. Und deshalb werden wir, und jetzt komme ich auch mal zu diesem Antrag, dem von der CDU vorgelegten Antrag zustimmen. Schwangerschaft und Mutterschaft für Gründerinnen und Selbstständige erleichtern. Wir begrüßen es, wenn die Ursachen beseitigt werden, die Frauen dazu zwingen, auf eine Schwangerschaft zu verzichten, weil damit ihre Existenz aufs Spiel gesetzt werden würde. Jede Maßnahme und jeder Cent, die dazu führen, dass in Deutschland mehr Kinder geboren werden, begrüßen wir nämlich von ganzem Herzen, meine Damen und Herren. Das sage ich insbesondere vor dem Hintergrund der dramatischen Zahlen, die gestern veröffentlicht worden sind. Im ersten Quartal 2023 wurden 5% weniger Kinder in Deutschland geboren als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Kinder sind nämlich nicht zuletzt dank dieser Katastrophenampel immer noch ein Armutsrisiko, und das ist eine Schande, meine Damen und Herren. Für den Normalverdiener liegt ein finanziell abgesichertes Familienglück oft in weiter Ferne, und der Grund dafür sind durch Ampelversager wie Habeck die ausgelösten schweren Probleme wie explodierende Inflation, explodierende Mieten und explodierende Energiepreise. Nur für diese Schande allein müsste diese Ampel schon zurücktreten, meine Damen und Herren. Familien brauchen auch finanzielle Sicherheit und die Hoffnung auf eine gute Zukunft. Wer aber sich hinter selbstgebastelten Brandmauern verschanzt, der macht letzten Endes das Geschäft der Deutschlandhasser von der familienfeindlichen Ampel, meine Damen und Herren. Wir haben gesagt, wir werden Ihrem Antrag zustimmen, und ich rufe Sie von der CDU auf, endlich auch unseren sachlich begründeten und guten Anträgen einmal Ihre Unterstützung zuteilwerden zu lassen. Die einzige Brandmauer, meine Damen und Herren, die wir in Deutschland brauchen und die insbesondere Frauen und Kinder brauchen, das ist eine Brandmauer gegen linksgrüne Ideologen, wie sie in der Ampel sitzen. Und dafür steht nur die AfD, meine Damen und Herren. Ich komme zurück zum Tagesordnungspunkt.